Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Sendung Newstime dieses Semester. Das ist Franka, ich bin Ricarda und wir begleiten euch durch die heutige Sendung. Wir haben inzwischen den 9. Februar erreicht, die Vorlesungen sind offiziell vorbei und die Prüfungsphase läuft. Deswegen würde mich ja wirklich mal interessieren, wie viele von euch es in dieser Zeit geschafft haben, ihre Vorhaben für das neue Jahr durchzuziehen. Ich finde es ja wirklich interessant, Menschen nach ihren Neujahrsvorsätzen zu fragen, weil man da wirklich einiges über die Person auch lernt. Und es haben sich auch drei von unseren RedakteurInnen gefragt. Und deshalb haben sie mal mit drei von unseren Dozenten gesprochen, ob sie Vorsätze fürs neue Jahr haben. Wir sind gespannt. Ganz gemütlich mit Freunden zu Hause, Raclette. Gut und gesund, so würde ich es zusammenfassen. Ja, eigentlich sehr schön, mit Freunden Menü essen in einem Hotel und danach schön zu Hause auf dem Balkon Feuer machen. Nee, dafür hatten wir keine Zeit. Wir waren tatsächlich fast nur mit Essen beschäftigt und so in Gespräche vertieft, dass wir quasi auf den Berg hechten mussten, um noch den guten Blick aufs Feuerwerk erhaschen zu können. Nee, also so Zukunftsvorhersagen finde ich nicht so cool. Da habe ich auch eine witzige Sache gesehen, und zwar am 31.12.22 hat eine Zeitung eine Wahrsagerin gepostet, die schon 9/11 richtig vorausgesagt hatte, und die hat behauptet, 2023 wird es eine Nuklearexplosion geben. Ich habe es deutlich vor mir gesehen. Ich habe den Artikel dann bewusst aufgehoben, denn natürlich gab es keine Nuklearexplosion. Also Schwarzerei war nur Angstmacherei der Presse, und ich habe dann das gepostet an Silvester 23 sozusagen. Ich glaube nicht den Schwarzmann. Nichts Besonderes wahrscheinlich. Also meine Vorsätze für neues Jahr Ihnen wahrscheinlich Ihren auch, dass man sich gesünder ernährt. Mehr Sport möchte ich machen als im letzten Jahr. So drauf solche Sachen. Und jetzt am Abend dann auch vorm ins Bett gehen, statt mal durchs Handy zu scrollen, lieber ein paar Seiten liest. Das ist so etwas, was ich mir gerne beibehalten würde. Ja, nachdem der innere Schweinehund bei mir während Corona relativ groß geworden ist, also ich hatte ja immer eine Ausrede, nicht ins Fitnessstudio zu können oder schwimmen zu gehen, weil Hallenbad verboten war, Fitnessstudio auch. Deswegen bin ich zu Hause geblieben, und das will ich jetzt wieder mehr machen, weil ich ja auch einen Hexenschuss hatte. Und das war nicht sehr angenehm. Jetzt mit dem Lesen, nicht jeden Abend, aber doch immer mal wieder, und es ist echt schön und irgendwie ein anderes zur Ruhe zu kommen. Ja, doch. Also ich war jede Woche dreimal schwimmen und zweimal im Fitnessstudio. Finde ich ganz gut. Also ich bin jetzt nicht unzufrieden. Kann man dann nach ein paar Wochen eigentlich auch noch nicht so sagen. Ich habe zum Beispiel ein Buchprojekt, das ich bis Mitte des Jahres fertig haben sollte. Und da sollte ich ein bisschen mehr für tun. Da kann ich mich ein bisschen mehr anstrengen. Ja, auf jeden Fall Typ Wunderkerze. Ganz klar, schon wegen der Kindheit, Wunderkerzen. Ja, eher Befürchtungen, was bestimmte Wahlen und Vorwahlen betrifft, sei es jetzt hier in Deutschland oder auch auf der anderen Seite des Atlantiks. Die Entscheidungsträger da ja, weise Entscheidungen treffen, da habe ich eine große Hoffnung drauf, dass wir irgendwie ja, gut durchs Jahr 2024 kommen. Auf gute Entscheidungen hoffen wir auch. Bevor wir uns im nächsten Beitrag nun von der Hochschule wegbewegen, haben wir noch ein paar wichtige Infos für euch, die alle Studierenden betreffen. Im Dezember haben wir ja für oder gegen ein Semesterticket für die öffentlichen Verkehrsmittel abgestimmt. Die finale Entscheidung steht allerdings noch aus, weswegen wir uns damit bis zum Wintersemester gedulden müssen. Bis jetzt bleibt der Semesterbeitrag also erstmal gleich. Das bedeutet für alle Studierenden, die kommendes Sommersemester bei uns anfangen, ihr müsst euch noch selbst um ein Ticket kümmern. Und für diejenigen, die sich in den kommenden Semestern eher um Flugtickets kümmern wollen, die Infoveranstaltung Studieren im Ausland findet 3 Tage nach Vorlesungsbeginn am 21.03. statt. Und damit übergeben wir das Wort an Jolene und Victoria, die sich abseits der Königstraße umgeschaut und für uns die Weißenhof-Siedlung besucht haben. Wenn du an Stuttgart denkst, an was denkst du denn da so genau? Ja, die HDM natürlich ganz wichtig, die Königstraße, das Schloss, der Fernsehturm. Klar, aber Stuttgart ist doch eigentlich noch so viel mehr abseits der Königstraße. Das haben wir uns auch gedacht, deswegen checken wir heute die Weißenhof-Siedlung für euch aus.
Die Weißenhof-Siedlung besteht schon seit fast 100 Jahren und wurde von 17 Architekten aus 5 verschiedenen Ländern entworfen. Und dabei wurde richtig neu gedacht. Also man wollte viel Licht, Luft und Wärme in die Gebäude mit reinbringen. Deswegen gibt es auch eine Dachterrasse, damit man auch die Fläche auf dem Dach nutzen kann. Es gibt lange Fensterfronten, auch die Inneneinrichtung ist sehr funktional gedacht. Also aus einem Bett wird schnell ein Tisch und umgekehrt. Und ein paar Häuser sind sogar Weltkulturerbe, unter anderem das hinter uns. Und das ist heute auch im Museum. Fun Fact, die eine Hälfte ist sogar noch so eingerichtet wie 1927. Und auf der anderen Hälfte kann man was über die Geschichte erfahren. Wir stehen jetzt vor dem Haus von Mies van der Rohe, einem der bekannten Architekten, der zusammen mit Le Corbusier die Weißenhof-Siedlung entworfen hat. Ich finde es schon krass, wenn man sich das Gebäude mal anguckt. Es sieht echt modern aus, aber wenn man darüber nachdenkt, es steht hier schon fast 100 Jahre. Ja, aber nicht alle Häuser standen hier so lange, denn ein paar wurden auch im Krieg zerbombt. Man kann hier sogar Führungen machen, wenn man Architektur begeistert ist. Wir haben jetzt schon echt viel von der Weißenhof-Siedlung gesehen und wollen uns jetzt mal umhören, was die Leute so darüber denken. Was schauen Sie sich denn hier genau gerade an? Wir schauen uns die Weißenhof-Siedlung an und sind extra mit dem Bus hier hochgefahren, um das zu tun, auch um die Aussicht zu genießen. Okay. Gefällt es Ihnen? Es gefällt mir, ja. Zum Teil nicht ganz, aber zu 90% doch. Kennt ihr die Weißenhof-Siedlung? Ja. Mhm. Findet ihr die schön? Ja. Ja, doch. Doch. Also nicht alles, aber Teile davon auf jeden Fall. Was findest du schön? Also die Architektur, oder? Genau, also als Architekturstudent ist es natürlich ein großer Teil, der jetzt irgendwie spannend ist. So. Genau, und da sind dann einzelne Gebäude, die mir besser gefallen als andere. So. Ja. Wie würden Sie denn die Weißenhof-Siedlung in 3 Worten beschreiben? Progressiv, zeitlos und arbeitsintensiv. Okay, würden Sie herziehen? Würde ich machen, ja. Würdet ihr vielleicht hinziehen? Boah, wenn, also würde ich voll machen, wenn ich irgendwie die Möglichkeit hätte. Können Sie sich auch vorstellen, dahin zu ziehen? Ja. Warum? Dieses Konzept von einem Wohnen auf einem ganz reduzierten, aber auch toll gestalteten Raum fasziniert. So, wir haben jetzt richtig viel über die Weißenhof-Siedlung gelernt. Und wenn ihr auch mal vorbeischauen wollt, das ist gar nicht weit weg von der Innenstadt. Und das lässt sich auch super mit einem Besuch beim Killesberg verbinden. Dass wir ein UNESCO-Weltkulturerbe hier in Stuttgart haben, das war mir wirklich nicht bewusst. Und ich bin jetzt auch ganz automatisch meinem Neujahrsvorhaben etwas näher gekommen, denn ich wollte Wissen in meine Allgemeinbildung investieren. Perfekt, so schließt sich der Kreis. Wir wünschen euch nur noch viel Erfolg für das restliche Semester und wir sehen uns dann im nächsten wieder. Bis dann, macht's gut. Schön, haben wir fertig geschafft, oder? Ja. Jetzt können wir ein bisschen miteinander reden. Darf ich den ganzen Sätzen an? Ja. Oh, ich habe nicht bis zum Ende in die Kamera geguckt. Das ist auch kein voller Satz. Aber war. Fuck. Und Action. Bevor wir uns... Nein, stopp. Ich habe den zweiten... Das hat mich irritiert. Okay.